Hallo YouTube-Welt, herzlich willkommen zu Don't Starve Together. Ja, ich bin der Self und ja, ich lade dich dazu ein, mir heute zuzuschauen, wie ich hungere, weil ich werde an dem Tag Nummer 6 nämlich nicht viel anders machen als hungern, mir am Ohr kratzen und mit dem Bierli ein bisschen umschwingen. Aber das sieht ein bisschen sehr gefährlich aus. Komm, wir tun das einfach mal ablecken. Ah, meine Taschen sind voll. Also da haben wir es in dem Fall dran. Ganz einfach gesagt. Ja, okay. Ich habe ja das Projekt einmal gestartet, damit ich Freunde finde. Und ja, irgendwie hat sich noch nie jemand gemeldet. Und ja, ist mir eigentlich in der Zwischenzeit auch gleich, weil ich herausgefunden habe, legst du mir, ja, ich kann das, was ich versprochen habe, auch gar nicht einhalten. Ich meine, ich habe gesagt, ich tue das zweimal in der Woche uploaden. das liegt gar nicht irgendwie drin. Ja, es macht mich innerlich wirklich leer und während im Hintergrund Bäume wachsen und Schmetterlinge vorbeifliegen, komme ich so richtig toll Hunger über. Oh, ich glaube im Fall, ich werde den Tag gar nicht überleben. Aber ich werde schnell aus meinem Hungerstreik raus treten und all das vergammelte Zeug da schnell essen. Oder? Nein, ich habe ja da noch ganz viele andere Sachen, wo gut sind und knapp sind. Also der Magen knurrt ganz extrem. He? Und wir schauen jetzt einfach mal zu, wie der da sinkt und sinkt. Und ich, ja. Ich könnte dazu etwas anderes erzählen. Zum Beispiel etwas, was mich beschäftigt oder was ich erlebt habe. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass heute, also heute, jetzt, wo ich das Spiel aufnehme, oder besser gesagt die Folge hier aufnehme, ein Game rausgekommen ist namens Stellaris. Und es ist im Fall unglaublich. Praktisch jeder zweite Abonnent, den ich habe, also jeder zweite Kanal, den ich abonniert habe, weil ich ihn gerne schaue oder weil ich ihn spannend finde, der erzählt irgendetwas zu Stellaris und zeigt irgendwie ein Let's Play im Preview, was auch immer. Da habe ich doch jetzt gefunden, ich muss jetzt auch noch schnell etwas dazu sagen. Und zwar sage ich da dazu, ja, schön gibt es ein neues Game. Ja, schön gibt es ein neues Game. Ich würde es mir nicht zutun, einmal noch nicht jetzt, das kann ich garantieren. Und zwar einfach, weil ich mit der Einstellung lebe, so, ja, ich muss nicht neue Games gamen. Für das gibt es genügend andere YouTubers, die das tausendmal besser können und auch tausendmal besser machen als ich. Ich habe gar kein Interesse, das jetzt schon zu gamen. Vor allem auch, weil ich gar nicht weiss, um was es geht. Und auch, ja, weder Zeit noch die Musse haben, mich jetzt hier reinzusetzen und da alles verständlich zu machen und dir das wollen zu erklären. Wie gesagt, für das gibt es genügend andere YouTubers, die das viel besser können und auch viel, sicher viel, viel besser machen. Was wollte ich aber noch sagen? Ich hungere. Recht heftig sogar, he? Sieht so aus. Ja, mir nimmt es Wunder, ob ich den Tag überlebe, wenn ich da gar nichts mache. Weißt du was, kehr dich mal auf die andere Seite, Maxwell. Kehr dich doch mal so über und zeig dich mal von hinten. Einfach, dass ich dich auch mal von hinten noch sehe. Ah, du kehrst dich. Wenn dein Magen knurrt, dann kehrst du dich. Okay. Oh, das wird knapp, hä? 18 habe ich noch. Das wird nicht länger. Das wird wirklich nicht länger. Aber ich habe jetzt eigentlich gerade schnell Freude bekommen, um irgendwelche Sachen zu erzählen, die mich beschäftigen. Und da ich den Tag ja überleben will, damit ich kann dir das noch erzählen kann, was ich erzählen will, muss ich dann, glaube ich, gleich aus meinem Hungerstreik raustreten und etwas essen.
Ja, ich habe ja hier noch genügend Sachen, wie zum Beispiel die Beeren, die jetzt im Glied nicht mehr fein sind. Und die nehmen wir mal. Die Mindesthaltbarkeit war überschritten. Oh, was heisst das? Meine Gesundheit jetzt noch. Okay. Meine Gesundheit hat gelitten. Also warte, aber dann esse ich doch hier die Rüebli auch noch gerade, sonst bringt das ja nichts. He? So, jetzt längt es aber ganz sicher bis ans Ende vom Tag. Oh, mein Feuer ist weg. Nein, ich habe nicht einmal mehr ein Feuer. Oh je, mein Gott. Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes erzählen, aber ich sehe, das Game, das zwingt mich, Sachen zu machen, die ich gar nicht will. Und jetzt pisst es auch noch. Oh mein Gott. Kann ich eigentlich im Regen auch Feuer machen? Ja, also, eigentlich wäre das wirklich ein faszinierendes Game da. Don't Starve. Und den Singleplayer finde ich auch voll geil, ganz ehrlich gesagt. Und Together ist halt einfach so, dass du mir zuschauen darfst, wie ich hungere. Gut, ich gebe es zu, ich habe es wirklich nicht lange ausgehalten mit dieser ganzen Geschichte, so von wegen in Hungerstreik treten und so. Ich musste das halb verdörrte, verrottete Zeug essen. Einfach damit ich dir erzählen kann, was mich beschäftigt. Und mich beschäftigt gerade, dass ich kein Licht habe und darum mir jetzt halt hier noch einmal ein Lagerfeuer machen. Ich mache es mitten im Regen ein, und zwar dort, wo jetzt der Regentropfen hinplatzt, da irgendwo in der Nähe. Da hat es einen gehabt, aber ich mache es jetzt gleich hier. So, wir haben wieder ein Feuerchen, wo wir uns aufwärmen können. Was ist denn das? Aha. Wahrscheinlich werde ich nass und nässer. Tja, okay. Dann werde ich halt nass und nässer. Ja, was wollte ich erzählen? Wo sind wir stehen geblieben bei Science Fiction Games? Ah, und dass ich keine neuen Games spiele, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die neuen Games könnt ihr ja bei den anderen YouTubers schauen. Ich spiele viel lieber Games, wo ich weiss, was ich habe, wo ich weiss, wie man sie spielt und wo ich dir auch zeigen kann. Ja. Ich würde jetzt sagen, wie man sie spielt, aber wenn du das Let's Play hier schaust, dann weisst du ja selber, dass das vielleicht nicht gerade so ist, wie es sein sollte. Und darum rühren wir jetzt noch schnell ein bisschen Holz da drauf. Ah, das ist gar nicht Holz. Was ist denn das? Ah, das sind die Tanzäpfel, die, aber die kann ich auch anzünden. Ah, das ist ja gut. Cool. Hä? Okay. Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Hä? Was läuft? Ja. Jetzt ist irgendwie. Bin ich da noch richtig? Ist mein Hirn noch am richtigen Ort? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen konfus. Und die Axt. Ja. Die behalten wir in der Hand. Ich kann mir ja brauchen, vielleicht für irgendetwas dann später. Vorerst wirst du aber mir einfach so ein bisschen beim Hungern können zuschauen. Jawohl. Puh, Glück gehabt. Dann habe ich schon gemeint, ich habe mich verloren. Aber ich habe mich wieder gefunden. Yeah. Und zwar hier bei Don't Starve Together, Tag 6. Und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was wir heute machen. Ich glaube, ja, ich fühle mich innerlich leer. Vielleicht sollte ich das mal füllen. Aber ich bin ja im Hungerstreik, weil ja, ich spiele da ein Together allein und warte. Während du mir zuschaust, bin ich hungern. Vielleicht könnte ich dir ja ein bisschen geistige Nahrung bieten, Maxwell. Und zwar in dem, dass ich dir helfe, die Zeit zu überbrücken, bis du aus dem Hungerstreik raustrittst. In dem, dass ich dir
Ja, so ein bisschen Sachen erzählen vielleicht, die mich beschäftigen. Oder die ich erlebe in meinem Alltag. Ich weiß aber irgendwie gar nicht, wo anfangen. Ich könnte natürlich auch einfach etwas über das Spiel erzählen. Don't Starve, Together, du weißt, ja. Clay Entertainments, super Game-Entwickler und Publisher, haben unter anderem auch andere Spiele gemacht, wie zum Beispiel Invisible Inc. Apropos, wenn wir gerade dabei sind, so als Insider, ich plane dort wieder etwas. Die letzte blinde Folge ist ja irgendwie voll in die Hose. Und da muss schon, ja, da muss ich schon noch richtig und klarstellen. Das kann ich nicht so auf mir hocken lassen. Jetzt bin ich aber irgendwie schon wieder aus dem Konzept rausgefallen und frage mich gerade, was wollte ich eigentlich hier zu dem Game erzählen? Weil, ja, eben, man kann Multiplayer, man kann es auch allein spielen. Ja, ich weiss aber sonst wirklich nicht genau, was ich sonst noch soll erzählen zu dem Game. Weil, ja, es beschäftigt mich einfach, dass ich hier alleine bin. Und dann machen wir doch einfach mal etwas. Wir tun hier zum Beispiel, ja, ein bisschen Feuerchen machen. Wäre nicht das erste Mal in dieser ganzen Folge. Und ja, so grundsätzlich, ich weiss ja schon, um was es geht in diesem Game und was man eigentlich muss machen, so mit Science Machine und so, dieses und jenes. Aber das Ziel von diesem Projekt ist ja, dass ich neue Kollegen finde, die zusammen mit mir die Erfahrung machen. Und ja, ich weiss nicht, wie lange ich da im Maximum noch zuschauen kann, wie er da im Hungerstreik ist. Weil, ehrlich gesagt, richtig spannend ist es nicht. Es passiert ja nicht allzu viel. Aber es ist halt so bei einem Projekt. Man geht ein bisschen dort hin und ein bisschen dort hin. Oder dann treibt man dem wieder den Rücken zu. Oder dann wird es einem schlecht dabei. Ja. Ich sehe einfach hier Maxwell ziemlich fest hungern und ja, ich fühle mich irgendwie verpflichtet, dagegen etwas zu unternehmen. Das erste, was ich sicher dagegen unternehme, ist, es gibt nicht mehr so viele Uploads. Also ich will sicher nicht mehr jeden Dienstag und jeden Samstag ein Upload machen, sondern dann, wenn ich gerade Lust habe dazu oder sich jemand meldet. Und das andere ist, der Maxwell muss ja das überleben. Ja, sonst gibt es nichts. Darum könnten wir jetzt da mal. Ja, die verrotteten Biere essen. Die haben wahrscheinlich jetzt nicht gerade so gut da. Aber nach etwas Ungesundem tun wir etwas Gesundes essen. Wie wär's da dann mit diesen Rüebli? So gut, jawohl. Ich glaube, das sieht jetzt hier schon ein bisschen besser aus. Ich weiss, mir ist völlig bewusst, dass ich jetzt den Maxwell hier zwangsernährt habe, aber ja, so ist das. Wenn Leute nicht auf sich selber aufpassen können, dann gibt es andere Leute, die auf sie aufpassen, weil sonst stehen sie dann einfach da, mitten im Regen, einfach so da, und kommen nicht vorwärts. Sie sind dann irgendwie, ja, wie verloren auf einer Insel. Und ich glaube, die brauchen auch Hilfe. Vor allem, wenn sie sich innerlich noch leer fühlen. Und ich schaue meinen Job momentan ein bisschen so an, dass ich probiere, die innere Leere von dem Maxwell zu füllen. Zu füllen mit, ich würde jetzt mal sagen, mit geistiger Nahrung. In der nächsten Folge dann. Weil wenn ich hier schaue, wie der Tag fortschreitet, dann sehe ich, dass die Nacht kommt und wir müssen uns auf das vorbereiten. Weil, ja, wir brauchen hier ein Feuer für die Nacht. Irgendwo um da. Jetzt verschwindet der Vogel gerade noch. Ich wundere mich nicht. Also dann machen wir das Feuer hier. Genau. Dann haben wir auch noch ein bisschen Licht. Und ich hoffe ja auch, dass durch die geistige Nahrung, die ich in Maxwell wird geben, dass er erhellt wird. Und du siehst ja da schon das Feuer. Das gibt ja schon so ein bisschen,
wie soll ich sagen, einen Schein rundum und in um. Und man soll ja, wenn es dunkel ist, Licht machen. Also, dass man etwas sieht, oder? Jetzt, der Schein um den Maxwell herum, der ist, ich würde jetzt mal sagen, ziemlich beschränkt. Führt einmal nicht sehr weit, darum tun wir das jetzt gerade mal noch erweitern. Irgendein ist dann so in der nächsten Zeit. Mit dem, dass wir da genau den Tanzapfel tun. Und schau, ja, siehst du? Es wird schon heller. Es wird schon heller im Kopf. Und damit würde ich doch sagen, hey, danke vielmals, bist du dabei gewesen. Ich hoffe, du bist es beim nächsten Mal wieder oder bei einem anderen Projekt wieder, wo du natürlich auch gerne reinschauen darfst. In dem Sinn, ich bin mich selber. Cheers.